Moin Leute, willkommen zurück. Wir sind mal wieder bei einer schönen Runde mit Minecraft, Skywars und... Ja, die Kiste geht doch schon, Klar, da ist noch Potenzial nach oben. Bin ich allein im Team? Anscheinend. So. Ich habe einen Diamanten. Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Ach ja, das ist auch eine 16x1er Map, wenn es mich nicht ganz täuscht. Ich bräuchte mal ganz dringend hier eine Workbench. Dann mache ich mir nämlich gerade meine Spitzhacke und hole mir Dias. Hier ist einer. Und da vorne ist da schon direkt auch einer. Schick. Kann man nämlich jetzt ganz schnell ein Dias-Schwert machen und dann sind wir auch schon kampfbereit. So. Wer hat Lust zu fighten? Welcher Nachbar ist denn gerade? Der ist nicht so gut equipped. So. Dann kommen wir zu, dass wir da möglichst easy rüberkommen. Wo ist er hin? Ah, ist da unten, okay. Ma. Wehrt er sich auch noch? Eiskalt, der Gute, eiskalt. Hey, bekommen, perfekt. Kann ich mir schon mal eine schöne Angel machen. War da unten eine Working Bench? Ja, war. Irgendwie ist es leicht am Lecken, habe ich das Problem und das Gefühl. Kann sein, dass ich mich hier täusche, aber ich meine, dass es nicht ganz rund läuft. Das ist doch nicht wahr, das ist mega am Lecken. Na komm her. Er ist raus. Das ist doch nicht wahr. Boah. Boah, alter Schwede, war das knapp. Aber okay, wir haben schon zwei Kills. Brauche ich davon irgendwas? Nein. Wenn ich mal einfach so dreist und behaupte, ganz klar, nein. Ist aber wirklich so. Ich habe alles, was ich momentan brauche. Und jetzt werden wir versuchen, noch den Gegner zu kriegen. Ich weiß, ich habe gerade nicht die viel bessere Lebensanzahl, aber ich unterstelle jetzt einfach mal, mein Equipment ist besser. Wo ist er hin? Ist er hier unten? Hab ich einen Kompass? Ich habe einen Kompass. Der nächste Gegner ist da lang, okay. Dann werden wir mal da lang gehen. Ist der echt so schnell abgehauen? Nein, der kann doch gar nicht so schnell abgehauen sein. Ach, da oben ist der lang. Ja, da war der aber richtig flink. Ja. Das ging dann noch gut. Gerade was futtern. Dann ist er. Da hinten sehe ich ihn doch schon. Tschüss. Hast dich lange und wacker geschlagen.
Aber da hättest du besser aufpassen müssen. Gut, ist mir aber auch schon oft genug so ergangen, dass du beim Bauern runtergekickt wirst. So, jetzt nehmen wir noch schnell einen Trank. Werfen die leere Flasche weg. Und packen uns noch ein paar Klötze mehr zum Bauen hier rein. Jetzt sind wir mittlerweile bei 3 Kills. Das ist doch schon mal eine ganz ordentliche Anzahl. Da hinten sollen die irgendwo sein. So, jetzt hier auch wieder vorsichtig rüberbauen. So, damit wir keinen Fallschaden bekommen. Da ist tatsächlich schon wer auf der Insel. Dann bekommen wir uns aber anscheinend noch nicht mit. Jetzt duckt er sich. Gehen wir jetzt mal wieder nach oben. Ist er. What? Wie kann er mich da angreifen, bitte? Wie kann er mich denn da bitte angreifen? Das geht doch gar nicht. Ich hau erstmal ab. So. Der nächste Gegner ist er hier, okay. Na gut, wenn er es wirklich rüber schafft, bin ich am Hintern. Wie kann er mich denn immer durch die Blöcke angreifen? Das ist doch gar nicht wahr. Wie schafft er denn das immer? Also für mich sah es die ganze Zeit immer so aus, als würde er durch die Blöcke angreifen können. Wo ist denn er jetzt hin? Hä? Ist noch jemand gestorben? Ach, hat das Spiel verlassen. Ja gut, so kann man es natürlich auch gewinnen. Auch nicht schlecht. Aber okay, ihr habt es natürlich auch bei der letzten Folge bei mir gesehen. Da war das natürlich auch so, dass ich durch irgendwie, warum auch immer, ein Verbindungsabbruch hatte. Und ja, dadurch aus dem Spiel ausgeschieden bin. Das kann jetzt natürlich bei dem Zweitplatzierten auch passiert sein. Aber der dritte Platz war schon... War schon ganz gut, aber es ärgert mich einfach. Ich hatte das Gefühl, der konnte durch Blöcke schlagen. Also ich werde mir so meine Aufnahme nochmal angucken, aber weiß ich nicht. Ja, aber dritter Platz ist auch ganz gut. Dritter Platz ist auch ganz in Ordnung. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr es genauso seht und ich euch gut unterhalten konnte, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns gerne die Tage wieder. Bis dann und rein. Ciao.